Sind Menschen mit einer Behinderung unter Menschen? Einfach so Menschen, die zu einer Gruppe der Menschen gehören, die nicht unbedingt bei der Gesellschaft teilnehmen sollen oder können oder wollen. Und allgemein sollen wir am besten die rausschmeißen aus der Gesellschaft. Wir können die nicht benutzen. Ich hoffe, dass deine Antwort nein ist. Ich hoffe, dass du Menschen mit Behinderung nicht als Untermenschen bezeichnen würdest und nicht so die bezeichnest. Ich persönlich tue das nicht, aus verschiedensten Gründen. Und ich bin auch irgendwo der Überzeugung, dass sehr viele Menschen auf zumindest individuellem Niveau Menschen mit Behinderung nicht so bezeichnen würden. Wir denken, so, das sind einfach Menschen mit irgendwelchen Problemen und wir versuchen normalerweise sogar diesen Menschen zu helfen, zumindest auf dem individuellen Niveau. Aber Gesellschaft ist da schon ein bisschen anders. Gesellschaft ist öfter blind, was Menschen mit Behinderung angeht, was ein bisschen ironisch ist, diese gesamte Aussage. Jedenfalls heute, genau heute will ich mit euch darüber sprechen, ja, wie interagiert meiner Meinung nach Gesellschaft mit Menschen mit Behinderung, verschiedene Menschen mit Menschen mit Behinderung und was du möglicherweise machen solltest, könntest und so weiter. Mehr dazu gleich. Aber natürlich, bevor wir anfangen, muss ich dir sagen, dass es SUD Experience ist und hier teile ich meine verschiedenen Meinungen zu verschiedenen Themen. Ich mache 2 Videos pro Woche, aktuell ein Video pro Woche, nur montags. Und ja, wenn dir dieses Video gefallen wird, bitte drück den Like-Button, ansonsten kannst du auch gerne den Kanal abonnieren und einen Kommentar hinterlassen. Let's go! Also, was ist eine Behinderung? Hier steht eine offizielle Definition und in meinen eigenen Wörtern, Behinderung ist eine Unfähigkeit oder Abwesenheit der Möglichkeit, etwas zu tun, was eine Person ohne diese Behinderung machen würde. Und diese Behinderung kann verschiedene Arten sein. Es kann psychologisch, physiologisch, motorisch, was auch immer sein. Es gibt auch verschiedene sozusagen Stufen der Behinderung, die auch irgendwo irgendwie festgelegt sind. Und praktisch gesehen, je schwerer deine Behinderung ist, desto stärker beeinflusst diese Behinderung dein Leben und desto stärker erschwert diese Behinderung dir das Leben. Also wenn du Brille trägst, theoretisch bist du auch eine Person mit Behinderung, aber abhängig davon, welche Brille du trägst, ist das höchstwahrscheinlich eine eher leichte Behinderung. Man soll nicht sagen, dass es gar keine ist, aber verhältnismäßig beeinflusst diese Behinderung dein Leben nicht so stark. Aber wenn du zum Beispiel eine blinde Person bist, dann bist du normalerweise laut der gesetzlichen Wörter schwer behindert und dementsprechend diese Behinderung, also blind sein, beeinflusst dein Leben sehr, sehr stark und erschwert es auch sehr, sehr stark. In diesem Video konzentriere ich mich in die erste Linie auf Menschen mit den schweren Behinderungen, weil Menschen mit leichten Behinderungen A, haben weniger Probleme im Leben und haben weniger Probleme mit Akzeptanz durch andere Menschen im Leben. Und zweitens, irgendwie Menschen, die schwer behindert sind, die kann man viel weniger im echten Leben sehen. Also wann hast du das letzte Mal eine blinde Person gesehen? Oder eine Person, die komplett nichts hören kann? Oder eine Person mit Schizophrenie? Oder eine Person mit Persönlichkeitsproblemen? Also hier ist der offizielle Wort dafür, das offizielle Bezeichnung. Ja, öfter weiß man nicht mal, dass eine Person neben einem eine Person mit Behinderung ist. Manchmal schon. Bei blinden Menschen kann man das öfter erkennen anhand der verschiedenen Sachen. Aber bei Menschen mit Schizophrenie, es kann sein, dass aktuell diese Person, die ihre Medikamente nimmt und da ist alles gut. Aber allgemein hat diese Person ein Problem mit Schizophrenie, mit welchen diese Person irgendwie klarkommen muss, mit verschiedenen Mitteln. Und diese Person braucht Unterstützung, möglicherweise auch durch dich. Aber mehr dazu gleich. Aber bevor wir dahin gehen, mehrere Beispiele. Also Blindheit habe ich schon gesagt, keine Möglichkeit zu hören, habe das Wort irgendwie vergessen jetzt oder keine Möglichkeit zu sprechen. Außerdem verschiedene motorische Probleme, wie zum Beispiel Tics oder Spastik oder manchmal irgendwie Anfälle, epileptische Anfälle. Das ist halt neurologisch-motorisch gebunden. Also diese Person hat keine komplette Kontrolle über ihr eigenes Körper, möglicherweise zu einem hohen Grad, aber etwas passiert da doch nicht so, wie es bei einer Person ohne diese Behinderung passiert. Dann haben wir verschiedene psychologische Sachen, Schizophrenie, Pädophilie, obwohl ich weiß nicht, ob Pädophilie eigentlich als eine Behinderung gültig ist. Das ist zwar eine psychological disorder, ich habe vergessen, wie das auf Deutsch wird, aber ich weiß nicht, ob es eine Behinderung ist. Ich würde raten, aber schon. Und natürlich, es gibt noch eine weitere Reihe an psychologischen Behinderungen und plus gibt es natürlich die Krankheiten, die einfach dein Leben lang laufen, normalerweise keine temporäre Krankheiten, die auch dein Leben beeinflussen, dein Lebensstandard
schlimmern. Zum Beispiel, wenn du ein Problem hast mit diesem Teil. Also ich habe vergessen, Adamsapfel, da was dahinter ist. Dein Organ, ich habe vergessen, wie es heißt, das wird hier geschrieben, aber jedenfalls, dieser Organ ist für Hormone verantwortlich und wenn da ihn ein Problem gibt, dann halt hast du allgemein sehr viele hormonale Probleme, möglicherweise Verdauungsprobleme, Geburtsprobleme, es gibt verschiedene Sachen, Proteine möglicherweise kannst du auch nicht so gut verdauen. Also, da gibt es genug Sachen, an welche man denken muss, sonst kann es sein, dass man stirbt. Naja. Und es gibt diese Meinung, dass Menschen mit schweren Behinderungen nichts in diesem Leben schaffen können, nichts in diesem Leben erreichen können, nichts in diesem Leben machen können. Und im Prinzip deswegen kommt diese Idee von Untermenschen. Sie sind ja nicht so wie ich und sie können das, was ich mache, nicht machen. Deswegen sind sie ja nicht gut genug, sag mal so. Es wäre natürlich eine Lüge zu sagen, dass Menschen mit Behinderung alles gleich machen können als Menschen ohne Behinderung. Sehr viele Sachen, eigentlich sehr extrem viele Sachen, aber vielleicht bei einigen Sachen müssen diese Menschen ein bisschen mehr auf eine oder andere Sache achten. Und da wir aktuell nicht mehr in dieser Welt wohnen, wo Menschen mit Behinderungen, vor allem Schwerbehinderungen, ziemlich schnell sterben, weil unser Medizinniveau schon so hoch ist und wo wir diese Menschen auch umbringen, weil es manchmal so kulturell in der Geschichte von Menschheit war. Aktuell ist es schon so, dass sehr viele Menschen mit schweren Behinderungen und mit normalen Behinderungen einfach ihr Leben weiterführen. Und sie versuchen aus ihrem Leben das Beste zu machen, sei es für sich selbst, für die Gesellschaft, für ihre Familie, für wem auch immer. Sie führen ihr Leben und sie versuchen ihr Bestes zu erreichen. Ja, einige Sachen sind für Menschen mit Behinderungen schwerer oder sogar unmöglich, kommt davon, welche Behinderung und welches Land. Aber grundsätzlich können diese Menschen auch einiges erreichen und auch nicht schlechter als Menschen ohne Behinderung. Was aber natürlich die gesamte Sache schwerer macht, ist dieser gesellschaftliche Druck. Allgemein sieht die Gesellschaft die meisten Behinderungen als etwas, wie ich schon gesagt habe, das sind Untermenschen. Wir wollen über diese Menschen nicht denken, wir wollen uns um diese Menschen nicht extra kümmern. Und auch auf dem individuellen Niveau ist die Sache auch nicht mehr so gut. So zum Beispiel, eine blinde Person würden sehr viele Menschen versuchen zu helfen, über die Straße zu gehen und werden sehr verständnisvoll sein und so weiter. Aber denk mal an eine Person mit Schizophrenie oder mit Pädophilie. Einen von beiden. So, sehr oft haben Menschen Angst vor diesen Menschen, haben wir auf individuellem Niveau Angst vor diesen Menschen, obwohl diese Menschen uns eigentlich nichts machen würden. So, sehr oft, wenn du schon weißt, dass diese Person dieses Problem hat, dann arbeitet diese Person an diesem Problem. Eigentlich sollen wir mehr Sorgen machen um die Menschen, die verschiedene psychologische Probleme, aber auch allgemeine Probleme, nicht diagnostiziert kriegen. Nicht zum Arzt gehen und nicht das bestätigt bekommen und nicht daran arbeiten, möglicherweise Medikamente bekommen und die auch trinken. Vor diesen Menschen soll man Angst haben. Und genau diese Menschen soll man auch unterstützen auf dem Weg zum Arzt. Auch sagen, es ist okay, dass du dieses Problem hast. Und es ist okay, sich an einen Arzt zu wenden. Es ist okay, um Hilfe zu bitten und auch sie zu bekommen. Aber was machen wir? Oh, der ist ein bisschen so komisch unterwegs. Lass uns da vielleicht uns nicht einmischen. Lass uns weg sein. Diese Unfähigkeit auf individuellem und auf gesellschaftlichem Niveau zu akzeptieren, dass Menschen mit Behinderungen eigentlich um uns herum sind, dass Menschen mit Behinderungen einfach ein normales Leben führen wollen und auch aktiv an sich arbeiten, führt dazu, dass A, Menschen das verstecken, dass sie eine Behinderung haben. Und B, das führt dazu, dass Menschen Angst davor haben, dass andere Menschen das herausfinden. So wie? Diese Person wird das herausfinden, diese Person wird mich aus ihrem Freundschaftskreis komplett ausschließen. Natürlich können nicht alle Menschen mit Behinderungen alles machen. Es gibt manchmal Grenzen, die einige Sachen nicht erlauben. Zum Beispiel, eine blinde Person wäre vielleicht nicht die beste Person, die Taxi fahren soll. Das bedeutet nicht, dass diese Person nichts machen kann, was eine sehende Person machen kann. So, eine blinde Person kann ein Auto fahren. Es ist nur in bestimmten Situationen nur möglich. Also ich habe ein Video gesehen auf einem Kanal von einer blinden Person. Ich hoffe, ich werde das finden. Hoffentlich schon. Und diese Person zum Beispiel fährt Skateboard. Aktiv, alleine, auch unabhängig von der kontrollierten Umgebung und so weiter. So, diese Person kann das. Diese Person hat auch ein Auto gefahren, aber das war in kontrollierter Umgebung, wo natürlich keine weiteren Autofahrer da waren. Entsprechend ja. Es ist schon eine Grenze, die wir vielleicht auch behalten werden, zumindest für die nächste Zeit, bis wir irgendeine Lösung finden können. Aktuell ist das einfach nicht der Fall. Aber zum Beispiel, wenn eine taube Person, also eine Person, die nicht hören kann, will programmieren,
Es soll theoretisch keine Grenze für diese Person geben. Diese Person kann alles sehen, diese Person kann halt programmieren und wieso halt nicht. Aber wenn alle Möglichkeiten, Programmieren zu lernen, sind nur im Audioformat, wenn alle Möglichkeiten, mit anderen Kollegen, mit Kunden zu kommunizieren, sind exklusiv im Audioformat, dann kann natürlich diese Person nichts machen. Wenn das passieren würde, dass alles ist nur im Audioformat, was in aktueller Gesellschaft nicht unbedingt der Fall ist, aber bei manchen Sachen schon, jedenfalls, wenn das passieren würde, dann würde eine künstliche Wand entstehen um diese Person herum. Diese Person könnte es machen, könnte aktiv in der Gesellschaft teilnehmen, könnte alles machen, was eine Person, die nicht taub ist, auch machen kann, zumindest was diese Arbeit angeht, aber es wurde künstlich für diese Person eine Barriere entwickelt, gebaut, die in aktuellen Zeiten, zumindest in aktuellen Zeiten, nicht mehr da sein müsste. Und darum geht es tatsächlich öfter, wenn wir darüber denken, wie eine individuelle Person oder Gesellschaft mit Menschen mit Behinderung umgehen soll. Es soll in erster Linie darum gehen, die Barriere zu zerstören, die nicht mehr unbedingt da sein müssen. Es gibt genug Entwicklung, welche wir als Gesellschaft schon hinter uns gebracht haben, die uns dazu bringt, dass wir einige Sachen schon beeinflussen können, einige Sachen schon irgendwie mitdenken können, dass wir einige Sachen irgendwie lösen können, einige Wände können wir zerstören, weil unser Stand der Gesellschaft, unser Stand der Wissenschaft, unser Stand der Technik, Medizin und was auch immer schon so hoch ist. Wir sind doch so stolz als Menschheit, dass wir so viel geschafft haben. Dann wozu existieren eben noch weiter diese Wände, die nicht mehr da sein müssen? Zu welchen verschiedenen Türen, wo die Schlüssel schon gefunden wurden? Aber die Tür ist immer noch zu, weil jemand oder wir haben keinen Bock, den Schlüssel reinzustecken und den zu drehen. Die letzte Frage, sollst du dir darüber Gedanken machen? Sollst du dir darüber dich stressen? Sollst du halt keine Nächte schlafen? Allgemein würde ich sagen, nein. Ich weiß, ich habe davor ziemlich viel über Barrierefreiheit gesprochen und wie wir uns um Barrierefreiheit Sorgen machen sollen. Aber eigentlich bin ich nicht der Meinung, dass jede Person sich darum kümmern muss, soll. Wie ich schon öfter gesagt habe, wir haben alle unsere eigenen Probleme, unsere eigenen Fokuspunkte und möglicherweise dadurch lösen wir auch verschiedene Probleme. Wir müssen uns nicht um alles Sorgen machen. Es gibt aber zwei Sachen, die ich euch doch empfehlen würde. Eine ist, wenn deine Arbeit direkten oder indirekten Einfluss darauf hat, wie die Menschen mit Behinderungen irgendwie leben werden, dann bitte berücksichtige Menschen mit Behinderungen. Das geht in die erste Linie natürlich an verschiedene Politiker, die verschiedene Macht haben, verschiedene Gesetze zu erstellen und Entscheidungen zu treffen, die für die gesamte Gesellschaft halt wirksam sind und wichtig sind. Da sollen schon Menschen mit Behinderungen berücksichtigt werden. Aber ich bin ein anderes gutes Beispiel davon. Ich bin ein Softwareentwickler. Ich schreibe Seiten, grob gesagt. Und dementsprechend Seiten kann man auf verschiedene Art und Weise bauen. Man kann die barrierefreier bauen und weniger barrierefrei, barrierevoller bauen. Und wenn man das mitdenkt, dass es gibt bestimmte Sachen, die man machen kann, um die Seite barrierefrei zu gestalten, dann kann man das auch machen, dann ist auch die Seite eigentlich für alle Menschen besser. Nicht nur für Menschen mit Behinderungen, auch für Menschen ohne Behinderungen. Es gibt eine Aussage, die ich bei einer Konferenz zu dem Thema Barrierefreiheit gehört habe. Und diese Aussage finde ich extrem passend und sinnvoll. Sie klingt ungefähr so. Die barrierefreie Gestaltung des Produktes, der Seite, was auch immer, des Lebens, führt dazu, dass Menschen ohne Behinderungen ihr Leben einfacher haben und Menschen mit Behinderungen ihr Leben überhaupt möglich haben. Beispiel, wenn ich eine Internetseite baue, kann ich sie barrierefrei gestalten oder barrierefrei gestalten, also so barrierefrei wie es geht, gestalten. Und für Menschen, die keine Behinderung haben, ist es einfach eine schöne, klar übersichtliche Seite mit klarem Design, klarem Layout, wo es klar ist, wo was liegt und man kann alles gut voneinander unterscheiden kann. Außerdem ist der Code in der Seite ziemlich nachhaltig und eine Person, die später diese Seite wieder entwickeln muss oder anpassen muss, wird verstehen, wieso was wie gebaut wurde. Aber Menschen mit Behinderung können dann allgemein die Seite benutzen. Vor allem halt will ich hier ein Beispiel mit blinden Menschen halt benutzen, weil blinde Menschen benutzen Internet auf andere Art und Weise als im Prinzip so gut wie alle anderen Kategorien der Menschen. Da blinde Menschen die Seite nicht sehen können oder größtenteils nicht sehen können, abhängig davon, von welcher Blindheit wir sprechen, sind sie auf extra Technologien angewiesen. Und es gibt eine Reihe davon, aber die
Fast alle diese Technologien benutzen in erster Linie den Code der Seite, um irgendwie irgendwelche Wiedergabe an den Benutzer zu geben. Also grob gesagt, da wird vorgelesen, das ist ein Button, bitte drück den Button, um halt weiterzukommen. Das ist eine Schaltfläche, das ist ein Link, das ist einfach ein Text und da steht das, das und das. Aber damit diese Technologie das alles gut erkennen kann, muss der Code auf passende Art und Weise geschrieben werden, barrierefrei geschrieben werden. Ein anderes Mini-Beispiel hier wäre Architektur, und wenn eine Person so ein Design, ein Gebäude macht, dann könnte diese Person zum Beispiel an Menschen denken, die in Rollstuhl fahren oder wie auch immer diese Stühle heißen. Und wenn diese Architektur-Person an die Menschen mit Behinderungen denkt, dann denkt diese Person automatisch auch an Menschen mit Kinderwagen. Weil ob so oder so, es muss etwas gerollt werden, und wenn da Treppen sind, dann ist das unpraktisch oder unmöglich. Es gibt reichlich viele Lösungen und es gibt auch andere Sachen, die man bedenken kann, aber die helfen nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern auch Menschen ohne Behinderungen oder Menschen mit leichteren Formen verschiedener Behinderungen. Es gibt ja reiche davon. Es gibt aber allgemein Menschen, die zum Beispiel Schwäche haben, und für die ist es schon sinnvoll, wenn es an mehreren Plätzen etwas gibt, wo man das greifen kann und sich dran halten kann, um nicht runterzufallen. Und das zweite Beispiel in diesem Ratschlag zu diesem gesamten Thema von nicht Arschloch sein ist, steh nicht im Weg der Entwicklung. Aktuell bewegt sich die Gesellschaft in die Richtung, lass uns immer mehr Menschen unterstützen, Minderheiten unterstützen, unter anderem Menschen mit Behinderungen unterstützen. Und es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ja, es betrifft mich nicht, dann wieso soll ich halt das unterstützen? Da kann ich auch sagen, nö, die Kosten, die Gelder gehen halt in die falsche Richtung. Ich will nicht, dass wir das Geld dahin investieren. Und außer der Tatsache, dass es eindeutig nicht so nette Art des Denkens ist, gibt es noch zweiter Punkt, öfter die Sachen barrierefrei zu gestalten, ist nachhaltiger und ist wirtschaftlich sinnvoller für die Zukunft, weil die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass man das in der Zukunft anpassen muss, und weil es normalerweise einfacher ist, die barrierefreie Sachen anzupassen, als nicht barrierefreie Sachen anzupassen. Und der dritte Grund, wenn ich mich nicht irre und ich glaube, ich tue das nicht, die Quelle wird in der Beschreibung stehen, 10% der Bevölkerung in Deutschland sind schwerbehindert. Das habe ich letztens für die Arbeit nachgeguckt, und die meisten dieser Menschen, von diesen 10%, die sind ältere Menschen, also 60 oder 70 plus, ein von beiden. Natürlich gibt es reichlich Menschen, die von Geburt schon Behinderungen haben, die sehr viele Menschen, die das im Laufe des Lebens bekommen haben, aber die meisten, die größte Gruppe, ist ältere Menschen. Und da du hoffentlich mit der Zeit eine ältere Person sein wirst, dann wirst du darauf angewiesen, dass das existiert, was aktuell aufgebaut ist, im Sinne von Barrierefreiheit. Man könnte denken, ja, ich unterstütze das jetzt nicht, aber dann in 40 Jahren können sie damit anfangen. Aber man soll mitdenken, dass alles, was aktuell existiert, muss und wird langsam ersetzt durch barrierefreiere Alternativen. Zum Beispiel aktuell sind alle Bankomaten barrierefrei. Es gibt auch reichlich Sachen und reichlich Standards, was Bankomaten angeht, wo man Geld abheben kann. Aber das hat Zeit gebraucht. Und aktuell ist dieser Standard fast weltweit so. Fast alle Bankomaten in der Welt sind gleich. Deswegen sehe ich persönlich nicht unbedingt den Grund, wieso man im Weg einer Entwicklung stehen würde, die nicht nur anderen Menschen helfen kann, wird und tut, sondern auch dir selbst, vielleicht nicht jetzt, aber in der Zukunft, aber eindeutig in der Zukunft. Das war's, ich hoffe, dass das Video dir gefallen hat. Wenn es der Fall ist, bitte drück den Like-Button, ansonsten kannst du auch gerne den Kanal abonnieren, und wir sehen uns am Montag, soweit alles rund läuft. Schöne Woche.